Und dann muss man auch mal mit der Pumpe pumpen. Und hier hinten haben wir noch was. Ah, neue Munition für die Pumpe. Sehr schön. Hier sollen wir die Sprengladung platzieren irgendwo. Am Schreibtisch Sprengsatz legen. Und da vorne liegt noch was. Das nehmen wir uns natürlich direkt mit. Sprengsatz bereit. Und die Zeit läuft. Wir haben 3 Minuten, um hier das Haus zu verlassen. Und... Gott, da ist noch einer mit einer Dings. Wir müssen eben mal kurz die Blutheilung anwerfen. Und ich möchte auf das Katana wechseln. So, wir gehen auf Geschwindigkeit und Heilung. Ah, so klappt es natürlich auch ganz gut. So, gib mir das mal. Das nehme ich auch. Ah, frische Munition ist immer gut. Und wir machen die Tür auf. Da unten sind die ganzen Brüder. Noch sehen sie uns nicht, wie es aussieht. Kriegen wir aber hier die Kugeln um die Ohren geschossen. Ach du Gott. Ja, wir gehen hier direkt. Direkt rein. Da ist wieder irgendwo einer. Mit der Schrot. Oh Gott, Typ. Jetzt mach doch mal Platz. Wir nehmen nochmal die Heilung. Die Schrot ist das Schlimmste. Der muss weg. Und den letzten werden wir natürlich kurz anzapfen hier, Freund. Komm mal her. Hui, das war wieder knapp. Wir haben nur noch 1,5 Minuten. Ich hoffe, wir müssen nur aus dem Gebäude raus. Hier eben schnell die ganzen Kleinigkeiten eingesammelt. Vorne ist noch was. So viel Zeit muss sein. Ja, rein, hui, raus, pfui. Kurz nochmal hier einen Blick riskieren. Und dann geht's auch direkt hier zur Exfiltration. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nichts Schönes. Oh Gott, jetzt auch noch das Schloss zu. Wir haben nur noch 1 Minute. Oh, du Gott. Scheibenkleister, wie sind wir denn hier reingekommen? Okay, wir machen schnell. Das Katana her, 53 Sekunden. Geschwindigkeit. Weg von dir. Und hier beide nochmal. Ist auch schön, wie das Ding Flächenschaden macht. Und das auch noch. Wir haben nur noch 36 Sekunden und hier geht schon die nächste Tür auf. Es scheint ein Vampir zu sein. Von dem Sabbat 28 Sekunden, nur noch 27, 26. Okay, wir haben ihn zum Teufel geschickt. 25, 24, 19, 18, 17, 16, oh Gott. Geschwindigkeit. 12, 11, 10, 9. Ja, wir schaffen es niemals bis zum Exfiltrationspunkt. 5, 4, 3, 2, 1. Peng. Boah. Das hat gut geklappt. Puh. Erstmal, die Lagerhalle liegt nun auf dem Grund des Pazifik. Einzelteile stecken in einem Rasen in Pasadena. Erzählen Sie Tung davon. Ja, so wie ich rausfinde, wie wir hier... Ach du Gott. Schon wieder so einer hier. Wir geben ihn gleich hier mit Geschwindigkeit. Und ich hoffe... Das war's für diesen guten Kerl. Wo kam der denn raus? Kamen wir hier raus? Ach nee, hier sind wir dem anderen Kollegen aufgelauert. Das heißt, wir müssen uns jetzt quasi unseren Weg rauskämpfen. Nur, dass jetzt die Menschen weg sind und dafür sind die Vampire gekommen. Ah, hier geht's nicht mehr lang, wie es aussieht. Wir müssen also hier... Diesen Weg können wir auch nicht mehr nehmen. Wir müssen offensichtlich dann hier hin. Hier geht es auch nicht mehr lang. Wollen die mich ärgern?
Ja, manchmal ist dieses Spiel einfach ein bisschen verbuggt. So wie jetzt. Was sich dann sehr negativ äußert. Ich versuche mal irgendwie... Aber wir kommen hier nicht mehr raus. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir sonst noch... Können wir hier hoch? Hier können wir nicht hoch. Vielleicht hier über diese Treppe und dann über den Waggon. Das würde mir jetzt noch in den Sinn kommen. Jawohl, und das klappt auch nicht. Herrlich. Jetzt hängen wir, glaube ich, fest. Ah ne, hier geht es nochmal weiter. Wir können anscheinend hier doch nochmal drunter durch. Und jetzt sind wir wieder hier. Also gut. Drunter geht nicht. Ja, das ist jetzt natürlich Mist. Weil ich habe natürlich auch keine Cheats oder so, mit denen ich mich jetzt hier mal kurz durch diese Tür durchbewegen könnte. Ah, sehr schön. Da haben wir es ja doch noch geschafft. Ich speichere auch direkt mal. Nicht, dass wir irgendwie einem fiesen Bug aufliegen. Und hier kamen wir, glaube ich, raus. Und da vorne geht es wieder hoch. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall ein bisschen abenteuerlich, muss ich sagen. Und oh nein. Ich glaube, die Gerüchte über das Werwolfblut sind nicht erfunden. The warehouse. Your handiwork, I presume. Ah nein, wie kommst du nur auf alle tot? Ich komme hier raus. Nein. Was zum? Sind Sie etwa ein Werwolf? Not experienced much in the creatures of the night, are you? For future reference, you might keep in mind that werewolves aren't in the habit of introducing themselves. Sie wollen mich nicht töten. Wer sind Sie und warum verfolgen Sie mich? Ja, Sie. I hadn't planned on it. Na, das ist gut. I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. So sorry if I unnerved you. Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Och, naja, kann man jetzt so oder so sehen. Ich habe in einem Hotel einen Geist gesehen. Die Baronin von Santa Monica hat eine gespaltene Persönlichkeit. Ich habe nichts wirklich Ungewöhnliches bemerkt. A ghost. Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. Mit der Therese, das behalten wir einfach mal für uns. Das haben wir ihr ja versprochen und ich will sie einfach nicht mehr wiedersehen. Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air. Like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Ach, das bisschen Sabbat, da kommen wir schon drauf klar. Gute Nacht, Beckett. Ja, eine seltsame Begegnung. Neue verfügbare Gebiete werden der Taxikarte hinzugefügt. Sie benutzen ja ein Taxi, um von Stadt zu Stadt zu gelangen oder für andere Weiterreisen. Ja, das ist ja mal cool. Auftragsbuch. Das Werwolfblut müssen wir gucken. Die Lagerhalle liegt auf dem Grund des Pazifik. Erzählen Sie Tung davon. Also müssen wir eh noch mit ihm reden. Ich speichere jetzt hier ebenfalls nochmal und... Nice work, Fletchling. Dann bitte. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man,
There's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Danke. Kennst du jemanden namens Beckett? Beckett? Well, I know of him. Why? Ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe gehört, er wäre in der Stadt. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. Bertram, ich muss dir ein paar ernsthafte Fragen stellen. Ich gehe da mal wieder, Bertram. Friede sei mit dir. You better get back downtown. Prince LaCroix is gonna want to hear all about this victory. Wir erleben die letzten Tage, die letzte Zeit, also aus der menschlichen Rasse. Der Typ, der hat einfach einen Dachschaden, dieser Prediger. Also ich könnte nicht in seiner Nachbarschaft wohnen, dann hätten wir direkt ein Thema. Und jetzt haben wir hier auch ein Taxi. Das heißt, wir können uns... Wer bist denn du? Hör ab. Ich würde nicht hier alleine in der dunklen Gasse rumstehen. Das kann unangenehm werden mit der Zeit. Ja, wir können jetzt also auch ein Taxi benutzen, um von Stadt zu reisen. Das werde ich allerdings, werden wir in dieser Ausgabe nicht mehr tun. Ich gehe jetzt einmal speichern. Ich habe nämlich auch gar keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme, aber es ist bestimmt schon wieder eine Stunde oder anderthalb. Und dann werden wir im nächsten Part weitermachen. Ich möchte nur noch eben einmal hier in den Briefkasten gucken. Da ist eine Geldklammer mit $150. Die nehmen wir natürlich mit Freuden an uns. Und dann wollte ich nochmal in die Nachrichten gucken und natürlich nochmal in unseren E-Mail-Posteingang. Wir haben zwei neue E-Mails, die wollen wir uns nochmal kurz anschauen. Gut gemacht und erster Zug von LaCroix. Vielen Dank für deine Hilfe mit dem Werwolfblut. Das Geld liegt im Briefkasten, wenn du es nicht schon gefunden hast. Das haben wir. Wunderbar. Erster Zug von einem Freund. Der weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Ja, wer ist der Bauer, wer ist der weiße König? Wenn wir der Bauer sind, dann ist der LaCroix der weiße König. Oder ist der weiße König vielleicht der Beckett? Ein weißer Wolf? Intruder forced their way into Santa Monica's Gallery Noir and slashed paintings on display for a charity event. Police speculate that the guard was killed during the vandals' escape. Actor Ash Rivers is lucky to be alive after his car crashed into the gate at Parasite Studios earlier tonight. Witnesses say that they were shocked when the negative zero star emerged unscathed and apparently unfazed. Ich möchte jetzt den Mann hier nicht unterbrechen, also man hört, das ist ja nur Fernsehen, ich gehe einfach ein Stück weg. Und wir haben also, wir sind wieder viel in den Nachrichten. This is the second crash Rivers has escaped unharmed in the last year. Eine gewaltige Explosion, da ist unsere Explosion. Early reports suggest that the warehouse destroyed in the explosion was being used in a weapon smuggling operation and that the source of the detonation possibly came from a military grade explosive being stored at the site. Authorities say it is still too early to speculate on whether there is some terrorist connection to these events, though they have not ruled out the possibility. Stay tuned to Channel 3 for further. Wunderbar. Ja, er spricht von Channel 3, hier steht Kanal 9. Ja, was haben wir erfahren? Also, leider der Wachmann, den wir umbringen mussten, gezwungenermaßen, weil er verbuggt war, hat es auch in die Nachrichten geschafft. Genauso wie unsere kleine Explosion, die wir eben verursacht haben. War das die ganze Zeit schon da? Lacuna Coil? Du bist doch neu. Ja, auf jeden Fall machen wir in der nächsten Ausgabe weiter hier an dieser Stelle. Und dann werden wir uns mal um das Rätsel des Regenten kümmern. Und wir haben außerdem noch, wir müssen nach L.A. zu dem Prinz LaCroix, aber das machen wir alles in der nächsten Ausgabe. Bis dahin sage ich euch mal auf Wiedersehen und bin raus, meine Lieben der Saints LP. Ciao, ciao.